Jo Freunde, was geht und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben 26 Grad. Deswegen habe ich absolut keine Lust zu Hause zu hocken und vor meinem Schreibtisch zu stehen. Und da hatte ich gerne mal wieder raus. Einfach draußen Retalken, einfach das Beste. Ich fühle es so sehr. Falls ihr da auch wieder mehr Bock drauf habt, schreibt das in die Kommentare. Bin einfach hier so im Park gegangen und nehme jetzt hier ein Video auf. Hoffe, hier läuft jetzt irgendwie keiner lang. Aber mal Spaß zur Seite, könnt ihr euch noch an dieses und dieses Video erinnern, denn ich habe jetzt irgendwie so ein Format eingeführt, dass ich nach jedem Jahr Abitur ein Video gemacht habe. Also nach dem ersten, nach dem zweiten und jetzt das letzte, nach meinem dritten, denn ich habe jetzt nämlich mein Abitur geschafft und auch bestanden. Das ist das zweite Video von insgesamt drei von dieser Videoreihe rund um mein Abitur. Also das erste war, wo ich Fragen beantworte. Das könnt ihr euch sehr gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann das zweite, wo ich nochmal so ein bisschen von mir aus talke, weil beim ersten bin ich ja nur auf eure Fragen eingegangen. Und das dritte, da werde ich euch nochmal so ein paar Tipps geben und werde euch sagen, was ich lieber vor dem Abitur gewusst hätte. Beginnen wir erstmal mit den ganzen Zahlen. Mein Notendurchschnitt ist jetzt 2,7. Also mein Abi-Durchschnitt ist 2,7 und damit bin ich relativ zufrieden. Also klar habe ich auf 2,5 oder 2,6 zwischenzeitlich gehofft, aber wie auch schon in dem ersten Video gesagt, ein paar Prüfungen sind jetzt ja nicht so ganz optimal gelaufen. Weiter mit den Fakten, meine Leistungskurse waren Deutsch und Politik und deswegen hier meine Prüfungsergebnisse. In Deutsch habe ich 11 Punkte gemacht, in Politik 8 Punkte. Dann mein drittes Prüfungsfach war Geschichte, also auch schriftlich, da hatte ich 7 Punkte. Wie immer in den Klausuren wirklich, hatte in jeder Klausur gefühlt nur 7 Punkte in Geschichte. Mündlich hatte ich Mathe und da habe ich so viel gelernt. Das war das Fach, wo ich am meisten für gelernt habe. Und die Aufgabenstellung hat mir nicht so ganz gepasst, aber da habe ich dann 6 Punkte gemacht. Und fünfte PK, also Präsentationsprüfung, hatte ich Theater und Film und da hatte ich 9 Punkte. Vorneweg schon mal, das Video ist ganz, ganz persönlich. Also es geht wirklich hier nur um meine Prüfungen, um meine Schulzeit, keine Ahnung was. Die Tipps kommen dann im nächsten Video oder die Fragen habe ich ja im vorherigen Video beantwortet. Deswegen spreche ich hier nur aus meiner Perspektive und weiß nicht, wie es bei anderen ist. Aber ich hatte fünfte PK, weil dieses Format besteht also aus meinen Erfahrungen. Will ein bisschen drüber talken mit euch, ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Und in der fünften PK, also die Präsentationsprüfung, hatte ich halt, wie schon gerade erwähnt, die Fächer Theater und Film. Ich kann es nicht empfehlen. Es ist wirklich kein einfaches Fach. Man muss halt Spaß dran haben. Und das habe ich halt tatsächlich so. Theater, Film ist ja voll meins so. Und hatte auch auf den Zeugnissen, also meine Zeugnisse waren gut, die waren stabil. Und hatte sogar in der 13 in den Film die 1 noch geschafft. Aber trotz, also ich bin ja voll ein Corona-Kind. Darauf gehe ich später auch nochmal ein. So hatte voll Corona in meiner Schulzeit. Also es war einfach Corona-Pandemie. Und deswegen, während dem Homeschooling gab es keinen richtigen Theaterunterricht, also nicht in der Schule. Worauf ich aber hinaus will ist, dass ich hätte mir so sehr eigentlich eine andere Prüfung gewünscht als fünfte PK. So irgendwie, sei es irgendwie eine Präsentation in Geschichte, in Politik, keine Ahnung was. Aber es ging einfach gefühlt nichts anderes, ne? Weil hatte Geschichte schon schriftlich, was anderes kam da auch nicht zur Auswahl. Ja, Politik war mein Leistungskurs, konnte ich auch nicht nehmen. Deswegen blieb gefühlt nur noch Theater und Film. Und ja, es war jetzt nicht schlecht, neue Punkte sind ja nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber hätte ich eine Präsentation gemacht, hätte ich so safe die 1 geholt. Ärgert mich so ein bisschen, aber gut, ist jetzt auch zu spät, was soll man machen? Ja, ansonsten, ich hatte so ein bisschen Angst vor den Prüfungen. Also jetzt nicht extrem. Also bei mir geht es eigentlich mit der Prüfungsangst immer, aber das wird einfach mal 4 gezählt. So, und ich hatte einfach so Angst, eine Prüfung zu verhauen, so wenn du voll daneben schreibst oder wenn dir gar keine Aufgabenstellung passt, weil du kannst dir eine aussuchen. Aber ist dann zum Glück alles glatt gelaufen, ne? Weil das kann dann halt echt nochmal den Notendurchschnitt runterziehen oder dann musst du noch in der Nachprüfung oder so. Das war dann bei mir zum Glück nicht der Fall. Deswegen von den Prüfungen her bin ich eigentlich recht zufrieden, sage ich mal. Es ist echt nochmal heftig. Also mein Jahrgang hat, glaube ich, mit über 100 Leuten angefangen. Und jetzt sind wir, glaube ich, nur noch 80 im Jahrgang oder so. Also es verringert sich schon krass. Man sieht wirklich, wer durchzieht bis zum Ende, wer nicht, wer da Bock drauf hat. Und ich kann euch sagen, nicht jeder muss Abitur machen, weil nicht jeder ist der Typ dafür. Es gibt Leute, die haben, und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr schon in der 9. oder 10. Klasse keinen Bock mehr auf Schule habt, dann werdet ihr beim Abi kein geiles Abi hinlegen. Also klar kann sich das nochmal ändern, so auf gar keinen Fall will ich jetzt irgendwas Hartes raus oder so, aber man sollte wirklich schon der Schultyp sein und wenn ihr das einfach nicht seid, keinen Bock habt zu lernen, keine Ahnung was, dann geht lieber in was Praktisches, geht in eine Ausbildung, was ja auch gar nicht schlimm ist. Wir brauchen Handwerk, wir brauchen keine Ahnung was und nicht jeder muss ja studieren. Bei mir war es echt in den 3 Jahren, also ich habe ja nicht auf dem Gymnasium gemacht, sondern 11., 12., 13., also 3 Jahre. Und bei mir war es echt nicht einmal in den 3 Jahren, dass ich gedacht habe, nee, du brichst jetzt ab, ich habe keinen Bock mehr. Ich war immer so ein Typ für Schule, ich will auch Grundschullehrer werden, das heißt, ich gehe dann einfach wieder zurück in die Schule. Ich hatte einfach mein Berufsziel vor Augen, ich wusste, ich brauche das, ich will das und deswegen kam das nicht einmal für mich in Frage oder so. Gab ein paar Kollegen von mir, die wollten abbrechen oder ein paar sind dann auch tatsächlich noch abgegangen. Aber gerade in der 13., ne, wenn man dann kurz davor ist, so, das kann ich euch nur ans Herz legen, so, zieht wirklich durch.
es zahlt sich am Ende aus und auch wenn es manchmal extrem stressig ist, dann hast du 2 Klausuren in einer Woche, hast noch einen Vortrag dazwischen oder dann, ich hatte zum Beispiel auch 2 Abi-Prüfungen in einer Woche, was auch echt nicht so geil war, weil das halt Politik und Geschichte war, wo man extrem viel auswendig lernen muss und aber zieht durch, es zahlt sich aus, ihr habt dann dieses Blatt und das kann euch keiner mehr wegnehmen, ihr habt das ein Leben lang, ihr könnt sagen, ihr habt Abitur gemacht und scheiß mal auf den Durchschnitt, selbst wenn es nur ein 3er-Abi wird, keine Ahnung was, Hauptsache ihr habt Abi und den Notendurchschnitt juckt eh nur noch, wenn ihr euch irgendwie bewerbt oder für ein Studium dann und dann juckt das eh niemand mehr. Ja, wie in den ersten und zweiten Videos, glaube ich, schon erwähnt, Corona. Ich hatte dann zum Schluss so einen Corona-Bonus, das heißt, ich habe im letzten Semester nur noch Klausuren geschrieben, wo ich auch Prüfung drin habe, also ne, die 4 Fächer, woanders nicht mehr. Das war ganz nice und bei den Klausuren plus 30 Minuten Bearbeitungszeit. So, ich hatte jetzt nie irgendwie ein Zeitproblem oder so, aber genau, deswegen gerade das nochmal der Corona-Bus. Ich bin damit zurechtgekommen, viele nicht im Homeschooling, so, sind dann abgegangen oder einfach zu Hause arbeiten, ist nicht jedermanns Sache, aber ich hoffe, deswegen wird das hoffentlich kein Tipp, denn ich hoffe, wir kommen nicht nochmal in die Situation, wo Homeschooling ist, um mich nochmal speziell auf das letzte Jahr zu beziehen vom Abitur, weil darum geht's ja. Das ist schon echt nochmal, ich finde die 13. mal nochmal was komplett anderes als die 11. oder 12. Das ist echt nochmal, ich hatte dann in der 13. nochmal neue Lehrer und dann ist man dann kurz vor den Prüfungen und dann sind die anderen Fächer natürlich ziemlich egal und man gibt da nicht mehr so viel Motivation rein zum Ende hin, was ja auch völlig normal ist, so wenn man da keine Prüfung drin hat oder es nie wieder braucht. So, ich hatte zum Beispiel noch Spanisch in der 13. und ziemlich schon zum Schluss dachte ich mir dann, ey, gefühlt brauchst du ja nie wieder Spanisch, außer du machst irgendwie Spanienurlaub oder so und da ist halt keine Prüfung drin, deswegen war das schon, da saßen wir wieder mit 6 Leuten zum Schluss. Aber ich finde echt, in der 13. ist auch nochmal das Verhältnis zu den Lehrern extrem besser und auch gut geworden. So, es ist einfach so, ne, man hat nur noch die Leute, die da wirklich Bock drauf haben, die durchziehen, die Bock auf Schule haben, so, und nicht irgendwie einer, der da sitzt, der, ich muss hier sitzen und keine Ahnung, weil es ist ja freiwillig so. Und deswegen ist das Verhältnis zu den Lehrern nochmal viel, viel persönlicher und viel, viel enger geworden, was ich extrem genossen habe. Ich hatte da auch echt immer voll Respekt vor der 13. so vor ein paar Jahren und hatte ich, oh Gott, die 13. Aber keine Sorge, egal welche Schule, egal welche Lehrer, man wird da langsam herangeführt, es wird alles erklärt und ihr kommt da schon durch. So, was ist jetzt mein Fazit zum Ganzen? Ich bin extrem froh, dass ich es gemacht habe und bereue es kein Stück. Ich finde es einfach geil, das jetzt in der Hand zu haben und gerade zum Zeitpunkt des Videodrehs, also wenn ihr das seht, ist schon lange vorbei, aber morgen kriege ich dann mein finales Zeugnis. Übermorgen ist der Abi-Ball, dann bin ich nächste Woche auf Abi-Fahrt, wenn ihr das Video seht. Und es ist einfach schon extrem nice, es jetzt geschafft zu haben und in der Zeit, in den 3 Jahren ist so viel passiert, ich habe mich so weiterentwickelt, habe so viel Neues dazugelernt, das ist unglaublich heftig. Jetzt kommt der nächste Schritt und zwar studieren und jetzt geht das ja gerade alles los mit Bewerben und keine Ahnung was, ich will immer noch Grundschullehrer werden, deswegen vielleicht folgt in 2 Jahren eine Videoreihe so über Studium, keine Ahnung was, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt, aber finde ich eigentlich geil, so vom ihren Lebensabschnitt immer das zu begleiten, ist ja so, mein YouTube-Kanal ist ja auch so ein bisschen mein Tagebuch, ne? Ihr seid einfach so ein bisschen mein persönliches Tagebuch, was ich mir in 3 Jahren dann nochmal angucke oder in 10 Jahren mit meinen Kindern. Hallo, liebes Tagebuch. Nee, aber jetzt abschließende Worte. Was kann ich an euch nochmal richten? Habt da keine Angst vor. Man steht jetzt durch. Es ist wirklich machbar. Und wenn ihr eine gute Schülerin oder ein guter Schüler jetzt gerade seid, sei es in der 9. oder 10., dann packt man das Abi auf jeden Fall. Wenn man so macht wie bisher, ist es auch einfach wirklich. Ist ja nicht studieren. Da habe ich jetzt wirklich Angst vor, wie es da wird. Weil es ist ja wirklich nochmal was komplett anderes als Schule studieren. So. Aber Abitur ist schlussendlich auch nur Schule. Ne? Du gehst hin und natürlich ist es freiwillig. Aber natürlich auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Aber man packt es auf jeden Fall einfach nochmal durchziehen, lernen. 3 Jahre, dann hat man das Ding. Oder 2 Jahre auf dem Gymnasium. Obwohl ich echt aber finde, dass 3 Jahre echt nochmal besser sind, weil ich brauchte echt diese Zeit in der 11. zum Eingewöhnen. Gerade so neue Klausuren, gerade von der 10. bis zur 11. Es ist nochmal echt was anderes von den Klausuren. Deswegen finde ich 3 Jahre besser als 2. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber ja, wie gesagt, bin unglaublich stolz drauf. Find's nice, hab das jetzt gepackt, jetzt geht's an Studieren und ja, an dieser Stelle würde ich das Video beenden. Falls euch das ganze Video gefallen hat, lasst einen Daumen unten. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die sehr, sehr gerne in die Kommentare, die beantworte ich euch dann da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ich genieße jetzt noch die Sonne und ich gehe mir jetzt Essen holen. Okay, ciao!